man es glauben will oder nicht, die Russen trinken tatsächlich nicht nur ausschließlich Wodka, sondern seit Jahrhunderten ein Getränk namens Kwas. Und was es also mit Kwas auf sich hat, warum es so gesund ist und wie du es selber zu Hause machen kannst mit nur sehr, sehr wenigen Zutaten, das verrate ich dir in diesem Video. Fermentierter Brottrunk, das aus sehr dunklem Brot, meistens eben Roggenbrot, Wasser und einigen Kräutern hergestellt wird. Als ich noch kleiner war, da habe ich immer meine Sommerferien bei meiner Oma in Russland verbracht und als ich sie besucht habe, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie im Supermarkt, dass es da diesen Brotkwas auch in vielen Läden einfach eben zu kaufen gab. Aber ich muss ehrlich zugeben, am besten schmeckt einfach die daheim selbstgemachte Version, kein Vergleich mit den gekauften Produkten. Kwas regt den Stoffwechsel an und enthält auch viele wertvolle Aminosäuren, Enzyme und Mineralstoffe. Vor allem für Veganer ist Kwas übrigens auch eine super Möglichkeit, um mehr Vitamin B12 in die Nahrung mit einzuintegrieren, was eben sonst leider nur in tierischen Lebensmitteln vorkommt und daher auch viele Veganer mit Vitamin B12 ja supplementieren. Ich hoffe, du kannst es etwas besser einordnen, was dieser Brottrunk eigentlich ist. Ich werde dich jetzt mit in die Küche nehmen, wo meine Oma das dir eigentlich zeigen wird, wie es funktioniert. Ich filme nämlich nur mit. Leider konnte ich sie nicht motivieren oder überreden, mit vor die Kamera zu kommen. Also ihr seht nur so ihre Hände, wie sie immer was macht und schüttet und so weiter und so fort. Falls ich vielleicht genug positive Motivation von euch kriege in den Kommentaren oder falls Interesse besteht, die Oma doch mal wirklich vor die Kamera zu holen, dann werde ich es auch gerne mal machen. Vielleicht hat sie dann mehr Lust, aber sonst war sie einfach zu schüchtern. Aber jetzt nehme ich euch eben mit in die Küche und da zeigt dann meine Oma, wie sie es eben traditionell auch früher noch eben auf dem Land immer selber gemacht hat. Für euren selbstgemachten Brottrunk braucht ihr eigentlich ganz wenige Zutaten, aber die allerwichtigste Basis, und das ist die große Zutat, die ihr unbedingt braucht, ist ein Kasten Roggenbrot. Da nehmt ihr bitte einen Natursauerteig-Roggenbrot, aber die sind meistens eh Natursauerteig, eure Roggenbrote, die ihr beim Bäcker kriegt, aber trotzdem könnt ihr nochmal nachfragen. Und was jetzt wichtig ist, einfach dieses Brot in gleichmäßige Stückchen zu schneiden. Meine Oma hat das mehrmals betont, dass das eben ganz ordentlich erfolgen muss. Ich denke einfach nur, weil wir das nachher gleich auf ein Backblech legen werden und das im Ofen durchrösten werden. Wie gesagt, einfach hier in der Mitte das Brot durchschneiden und danach nochmal in kleinere Scheiben das Ganze schneiden. Dann alles auf ein Backblech legen und danach werden wir das Ganze im Ofen kurz anrösten. Und natürlich werde ich wie immer für euch alle Mengenangaben und Rezeptinfos nochmal in der Infobox für euch zusammenschreiben, dass ihr da jederzeit nochmal nachschauen könnt. Wenn wir die Brotstücke jetzt aus dem Ofen rausnehmen, sind die eben so wunderschön angetoastet und eben so leicht bräunlich von außen und die ganze Küche riecht auch super lecker. Da kriegt man schon Hunger, bevor es überhaupt fertig ist. Jetzt heißt es nur noch das Ganze übergießen mit warmen Wasser und dafür haben wir jetzt halt 3 Liter Wasser erst abgekocht und das lassen wir jetzt halt kurz abkühlen, bis es so angenehme Zimmertemperatur hat und danach geben wir unsere ganzen Brotstücke, die wir vorher eben getoastet haben im Ofen, zusammen mit diesem warmen Wasser in einen großen Glasbehälter. Bei uns passt jetzt eben ein bisschen mehr als 3 Liter rein. Und jetzt halt dann am Schluss heißt es nur noch ganz normal wieder Siebtuch drüber stülpen und einfach über Nacht einweichen lassen. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder oder am nächsten Abend, wann ihr halt dann Zeit habt, euch um den zweiten Schritt dieses Rezeptes zu kümmern. Am nächsten Tag werdet ihr dann schon sehen, dass in eurem Gefäß die Flüssigkeit auch schon eine ganz andere Farbe angenommen hat und sich das ganze Gemisch somit schon konzentriert hat. Jetzt heißt es nur noch, das ganze Brot abzuseilen und mit der Flüssigkeit, mit diesem Einweichwasser, was jetzt übergeblieben ist, mit dem werden wir jetzt diesen eigentlichen Fermentationsprozess von unserem Brottrunk durchführen. Dafür geben wir jetzt einfach nur noch 2 Esslöffel Zucker hinein, schauen, dass es sich auflöst, rühren da gut um und dann noch 1 Esslöffel Rosinen, damit dieser Gärungsprozess auch beschleunigt wird.
Und zu guter Letzt einfach wieder ein Siebtuch drüber und das Ganze an einem lichtgeschützten Ort für 3 bis 4 Tage fermentieren lassen. Ihr wisst, dass euer Fermentationsprozess abgeschlossen ist, sobald die Rosinen an die Oberfläche hochgeschwappt sind und auch die Schaumbildung dort auf der Oberfläche gestoppt hat. Dann einfach in der Flasche umfüllen und im Kühlschrank hält sich das Ganze eine gute Woche. So, meine Lieben, jetzt kennt ihr noch ein weiteres fermentiertes Getränk, was ihr euch zu Hause selber zubereiten könnt. Und falls ihr wie immer noch mehr Tipps und Tricks rund um das Thema Fermentieren haben wollt, ich habe dazu ja schon einen kostenlosen PDF-Guide vor einem halben Jahr oder so schon erstellt. Der ist auch sehr beliebt tatsächlich, also ladet euch ihn wirklich runter in der Infobox. Der hat schon vielen Leuten weitergeholfen. Ich werde ihn euch da eben unten verlinken, guckt da gerne mal vorbei. Und ansonsten, ja, findet ihr in meiner Rezepte-Playlist, das wisst ihr ja, auch noch viele, viele weitere gesunde fermentierte Getränke oder andere fermentierte Rezepte. Also falls ihr da mehr Anregungen, Inspirationen oder Abwechslungen braucht, einfach mal vorbeischauen, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Ich glaube, ich habe auf diesem Kanal nämlich schon so viel über Fermentieren und Darmgesundheit gesprochen. Ich müsste den Kanal vielleicht, ich weiß nicht, Fermentier-Journey nennen. Naja. Ich hoffe, du konntest wie immer einen Mehrwert für dich aus diesem Video mitnehmen. Und wenn du irgendjemanden kennst, der ebenfalls von dieser Info profitieren kann, dann hab keine Scheu und teile dieses Video sehr gerne mit dieser Person. Ansonsten bleib fit und gesund und dann sehen wir uns wieder übernächste Woche Dienstag mit oder bei einem neuen Video. Bis dahin, Flippi!